As you slide past an enemy, use your sword to deliver a killing blow. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Chronicles. Und da wir im letzten Part noch das vorherige Kapitel abgeschlossen haben, sind wir jetzt gleich nach der Auswertung der Levelpunkte gleich in einem weiteren Tutorial-Kampfraum angelangt. Und da lernen wir Folgendes. Drücke beim Rutschen X oder Y, um einen Gegner zu eliminieren. Man drücke beim Rutschen. Gehen Rutschen. Ach so, okay. Keep going. Ach so, einfach ducken drücken. Yes, that's it. Oh je, das heißt, wenn wir jetzt sowas lernen, müssen wir jetzt... Try again. Heißt jetzt auch noch auf Schnelligkeit, oder was? You can do better, Shao. Let's go again. Ups, jetzt habe ich vergessen, das zu drücken. Your training is almost done. Leap through the air and plunge your sword deep into your enemy. Ah. Während eines Sprunges. Excellent work. Keep it up. Okay. Also er hat sich ganz Luftangriff, aber mehr oder weniger Luftangriff. Well done, Shaojun. Your training is complete for now. Okay. Dann haben wir auch wieder mal zwei neue Sachen gelernt. Und weiter geht's. His body is still warm. The assassin cannot be far. Shall we search the docks, Master Chiuju? The assassins claim they protect the innocents. Let us show them that their actions have consequences. Arrest everyone! Burn all the ships to ashes and find me the assassin! Sympathisch, der Herr. Sympathisch. Konsequenzen. 1526 Macau. Die Auffindung von Yu Daeyongs Leiche hat Kui Yu dazu veranlasst, drastische Maßnahmen zur Ergreifung Shaojuns einzuleiten. Während die Templer den Hafen und die Schiffe belagern, muss Shaojun auf jegliche Diskretion verzichten und aus dem brennenden Hafen entkommen, bevor es zu spät ist. Upgrades mehr Lärmpfeifen. The Templars are going to burn this place to the ground. I need to get out of here. Fast. Und ja, das schaut nice aus. Es ist der gleiche Hafen, aber er brennt. Ist der böse? Nö, der ist, ja, paranoid, keine Ahnung. Oder ist es der gleiche Hafen? Also es ist schon der gleiche Hafen, ja, ob es das gleiche Level nur anders ist, aber ich glaube, es wäre gar nicht okay, darauf komme ich nicht, das ist nicht so günstig, oder? Ah doch, die kann durch. So, du stirbst. Du stirbst. Au. Ja. This guy is on fire. Sag ich nur. Okay, darf ich gerade, wenn ich in die Flammen komme, dann bin ich tot. Okay, der ist geschenkt. Dankeschön. Da wird mir sogar der Tipp zum Luftattentat gemacht. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das Level noch so einiges in sich haben wird. Da gehe ich mal rüber, da ist sowas. Das nehme ich natürlich. Ich meine, wenn es schon am Weg liegt, warum nicht? Sonst ist doch weiter nichts. Aber ich muss sagen, das Feuer, das sieht auch geil aus. Generell schaut das Spiel irgendwie so mystisch, so. Ja, chinesisch, halt. Wie es auch sein soll. Okay, dann werden wir zurück. Ist da auch noch einer? Achso, jetzt sollen wir das da anwenden. Okay, alles klar. Oh. Na, Kollege? Na, ja, der hat jetzt eine private Sauna immerhin. Okay. Nein, nicht darunter. Ja, du hast ihn. Alter, ist nicht böse, glaube ich, nur der. Okay, jetzt muss ich die Sprungtaktik lernen. Also anwenden. Chuck, boom. Warte, der da hinten. Den schaue ich mir noch an. Bist du böse? Nö. Achso, da war das Teil. Ups. Ja, so leicht übersieht man die Dinge. Also bis jetzt marschiert da nur durch. Ja. Genau das meinte ich. Fail einfach nur. Ein Fail.
Okay, und warum lag's jetzt? Was macht mein PC im Hintergrund? Ich meine, aufwendig ist das Spiel jetzt wirklich nicht. So dass ich da jetzt 95% CPU-Auslastung brauche. Nö, nö. Achso, das habe ich schon. Oh, fuck. So, diesmal hüpfe ich jetzt besser nicht in den Freitod. So, langsam. So, der Harvey, der dreht sich um oder nicht? Wenn nicht, dann... Tschüss! 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 Also bis jetzt... Viel passiert da wirklich noch nicht. Tschüss! Okay, darüber... Oh, oh, shit! Oh! Oh Gott! Was? Ich habe mir schon gedacht, warum liegt denn da Heu und so? Ach Gott, Alter. Wie kann man denn das ahnen, Junge? Okay, jetzt weiß ich, warum die Gegner sind. Das ist einfach nur zu nerven. Und jetzt ist mir alles bewusst. Und du bist auch nur da, zu nerven. Au. Chuck. Okay, das heißt, jetzt muss ich schnell sein. Alles klar. Da rutsche ich jetzt. Bam. Lauf. Lauf, lauf. Boah. Wang Yaming erreichen. Okay. Oha. Awe. Okay, das ich sehe es schon, das Ganze, da wird mir so eine Lauf-Challenge. Oh Gott, wieder Stroh. Weg da! Oh Gott, überall ist das Kackstroh. Hilfe! Lauf, 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 lauf. Ich meine, warum legt da eigentlich irgendwer dieses ganze Stroh in den Hafen auf? Warum? Ich meine, was hat das für einen Sinn? Ernsthaft, das ist das. Es ist ein Spiel, da darf man nicht nachfragen. Aber das Level gefällt mir, weil das da mehr auf Schnelligkeit ankommt, nicht mehr so viel auf Taktik. Ich meine, das andere ist auch cool, aber darin bin ich einfach nicht so gut. Also ich bin in so Spielen, wo man Reflexe braucht, einfach besser. Also das geht bei mir viel automatischer, da muss ich überhaupt nicht nachdenken und bei so Rätselsachen muss ich eben nachdenken, was irgendwie logisch ist. So, muss ich darüber? Ja. Oder wäre da oben was gewesen? Ja, fuck, da wäre was gewesen. Geht sich das noch aus? Nö. Okay, jetzt weiß ich's. Nimm meinen Bench und dann nehme ich's halt nicht. Oh, kommt vielleicht da lang. Also ich muss sagen, das Bild hat sich geistert. Da kann man nichts. Die Atmosphäre in dem Hafen, damit mit dem Feuer. Schaut doch super geil aus. Mal beeilen soll es jetzt langsam. Hüpf. Hüpf. Aber nicht irgendwo hin. Hüpf. Da ist noch so ein Teil. Nein. Ja. Todessprung. Bevor das Schiff jetzt auch noch explodiert da. So, Freundchen, du stehst auch. Boah, ich hab da jetzt sicher 5 von diesen Kugeln da übersehen. So, da links ist doch was. Nein, das ist nicht links. Da ist doch was. Ich kenne die Entwickler doch, ja. Ja, davor habe ich jetzt sicher 5 von denen übersehen. Aber wie gesagt, das wollte ich auch noch ansprechen vorher, ganz am Anfang vom letzten Part. Ich weiß, Anfang der Session, alles vergisst man. Ich habe beschlossen, ich werde so weit es geht versuchen, 100% zu lösen, aber ich werde nichts garantieren. Oh wow, da drüben war so ein Ding. Cool. Ich meine, rein theoretisch, wenn ich einfach nur reinhüpfe, müsste ich es ja bekommen. Also fehlt ja auch irgendwie den Zweck, oder?
Jetzt schleiche ich mich besser. Oder? Oh nein, da hat er eine Armbrust, das finde ich nicht so geil. Ja, ich mache das feige, aber ich komme durch, das ist... Oh, cool. Das ist mein Hauptziel, einfach irgendwie das Ganze zu überleben da. Sonst noch was. So. Vor allem, wie es sich immer Zeit braucht, um da rauszugehen. So, Holzmauer, komm. So. Oder wäre es drüben nicht weitergegangen, oder wäre da drüben auch noch was gewesen? Oder ist da jetzt was, oder? Wie, ich kann da nicht drüber, Alter. Was? Da jetzt nicht drüber kommen. What? War ich zu langsam oder was? Ja, wurscht, auf das eine drauf geschießen, oder? Achso, da komme ich eh so hin. Dann? Ach so, das wäre nur... Okay, das war dann Alternativweg. Ich bin vorhin nur den schweren Weg gegangen. Frau Mädel, magst du ein bisschen schneller laufen da? Ich meine, da hinten passiert eh zum Glück nichts. Okay, da komme ich nicht drüber, schaut's mal so aus. Hi, Kollege. Ja, dann ist er noch so dreist und bleibt stehen, der Wichser. So, dafür stirbst du jetzt schneller, Junge. Tschüss. Ja, beste Idee, ins Schiff reinzulaufen. Sicher. Ich meine, eh nur ein riesiges brennendes Schiff. Ich meine, warum nicht? Kein Problem. Oh. Lauf! Ja, gute Nacht, Freundchen. Alter, die Explosion im Hintergrund. Boah. Oh, das war's schon. Das war's schon. Kleiner, aber feines Level. Sprinter, Läufer, GH. Naja, ich war ein Läufer immerhin. Sprinter jetzt nicht, aber ist mir so egal. Okay, das war jetzt eine andere Kategorie Level, und zwar Run Levels. Mal schauen, wie es weitergeht. What happened in Macau was not your fault, little sister. This tiger, Qiu Zhu, burned the port. He's known for his cruel deeds. We call him the demon. I know, Sifu, but we caused this madness. My desire for revenge did. I already warned you about those feelings, Xiao Jun. I know your quest for vengeance fits with the goals of the Brotherhood, but you cannot put your heart into such endeavors. Master Ezio told me the same thing. A wise man, to be sure. Unlike our next target. Wei Bin. The snake. The one who led the slaughter of our brotherhood, Zhang Yong's right-hand man. Yes. So, Wei Bin should lead us to him. But the danger is greater than ever. They know what we can do now, and they want this box and the secrets it may hold. You will travel to Wei Bin alone. I know of someone here in Na'an who may be able to help us use the box. Very well, Sifu.
I will find you once Wei Bin is dead, and I have Zhang Yong's location. Die Suche. 1529. Nan'an. Okay, das heißt 3 Jahre später. Xiaoyun hat ihr nächstes Ziel in Nan'an aufgespürt. Wei Bin, der Tiger, hat sich in seiner Festung die ganz Nan'an über Blick zurückgezogen. Xiaoyun muss sich einen Weg durch die geschäftigen Mengen und die verstärkte Anwesenheit der Templerbahnen, um zum Fluss zu gelangen. Und ich kann immer noch nicht lesen, ich weiß. Okay, das Statue von Nan'an erreichen. 5 Kerzen für die gefallenen Brüder entzünden, okay. Das heißt, wir sind jetzt 3 Jahre später in einer ganz anderen Stadt. Und ja, Xiaoyun fühlt sich verantwortlich für das, was im Hafen geschehen ist. Also die ganze Scheiße da halt, was dieser Wichser da angezündet hat und so. Aber ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir dran schuld sind, dass er das anzündet, nur weil er halt Akku-Mode ist. Okay, und da ist was los immerhin. Sehr schön. Sehe ich mal nicht nur Feinde. Ja, das war so klar, dass es geht. Das war so logisch, dass man sich in Leuten verstecken kann. Und das heißt, das Ganze wird jetzt sicher noch viel einfacher als davor. Weil die sich nämlich auch bewegen können. Okay, die sind ein bisschen. Ei. Kann ich den jetzt auch in den Leuten verstecken? Nö. Schade. Hätte mich auch gewundert. Jetzt kann ich mich da hochziehen oder. Nicht? Hä? Was ist das? Aber ich kann mich da nicht hochziehen, oder was? Kann ich das abschießen? Ah, okay. Das erklärt so einiges. Ah, da war eh so ein Teil. Und ein Shortcut. Sehr schön. Achso, spätestens da hätten wir jetzt eh den Tipp bekommen und hätte zurückgehen können. Also muss ich da eigentlich das Rote treffen oder nur die Rolle? So. Okay, die Statue schaut etwas ärmer aus. Vor allem da hinten die Reisfelder, die schon nice ist mit den Bergen. Also atmosphärisch hat das Spiel echt viel zu bieten. Ich weiß, ich sag's andauernd, aber es ist so. Ja, genau. Super Todessprung. Sag nicht, ich hätte da jetzt durchgehen können. Fail. Ja, genau das meinte ich vorher mit den Leuten, werden sich sicher bewegen nachher. Wow. Okay, da sind wir jetzt auf so einer Art Marktplatz. Oh je. Was? Der hat eine Shotgun? Ich mag auch eine Shotgun. Seit wann hat man in China eine Shotgun? Also ich meine schon, sie hat eine Shotgun, aber jetzt nicht im traditionellen China. Also was mir bekannt ist zumindest. Okay. Ah, eine Kerze. Der Sidequest von dem Level. Okay. Ja, und ich würde sagen, wie das ausschaut, wie der seine Shotgun da schießt, das sehen wir dann, falls ich sterben sollte, wovon man ausgehen kann, im nächsten Part. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis bald bei Assassin's Creed Chronicles China. Tschüss. Before you do